Ach ja, VR, Virtual Reality. Wir haben jetzt so viele schöne Optionen heutzutage. Da gibt es Rift, da gibt es Vive, da gibt es Gear VR, Daydream von Google oder auch Cardboard für Einsteiger, PlayStation VR für Konsolennutzer etc. pp. Angefangen hat das eigentlich erst 2013, dass wir Konsumenten wirklich VR erleben können. Und das liegt daran, es gab unglaublich viele komische Versuche, VR schon mal für Konsumenten, also für uns zu Hause, möglich zu machen, die allesamt gescheitert sind. Ganz kurz, bevor das Special wirklich anfängt, hier mal ein kleines Intro zu VR für die Leute, die sich nicht so gut damit auskennen. Ich habe mit VR schon ein bisschen länger zu tun und werde auch mal ein paar falsche Ansichten zu VR euch erläutern und was sie wirklich bedeuten. Wichtig ist, angefangen hat es eigentlich mit Parmalaki, dem Gründer von Oculus. Der ist schon sehr, sehr lange im Bereich VR unterwegs gewesen und hatte so richtig diese, wie man es von früher kennt, diese teuren Headsets von der NASA etc. Er hat auch in der Forschung gearbeitet und hat irgendwann in einem 3D-Forum gesagt, hey, jetzt wo es Kickstarter gibt, baue ich mal eine Art Do-it-yourself-Kit, so dass ich zum Selbstkostenpreis VR auch für normale Leute anbieten kann. Der Rest ist, wie man auf Englisch sagt, History, also Geschichte. Das bedeutet, sein Kickstarter für Rift wurde unglaublich schnell überzeichnet. Das bedeutet, er hatte auf einmal wirklich Geld. Dann ging es los mit dem ersten DK, Development Kit. Das konnte man kaufen, auch als normaler Anwender, aber war eigentlich für Entwickler gedacht. Danach kam DK2, Facebook stieg ein und dann gab es Crash and Bay. Crash and Bay war das erste wirklich fertige Headset von Oculus. Das gab es aber nie für wirklich alle Entwickler. Also es war nicht frei bestellbar. Und seit September, beziehungsweise seit dem Frühjahr 2016, da konnte man Rift online vorbestellen und jetzt gibt es auch im Handel. So, das ist ja ganz einfach eigentlich. Parallel kam Mobile VR mit erst Google Cardboard, das sind $15, das sind wirklich nur zwei Linsen, packst dein Handy rein, Thema ist durch. Oder eben Gear VR von Samsung, auch mit Oculus zusammen entwickelt, was wirklich Mobile VR auf eine ganz andere Stufe gebracht hat. Dazu gibt es natürlich von HTC und Valve zusammen Vive und PlayStation hat PlayStation VR inzwischen released. Es gibt außerdem noch eine Open Source VR Plattform, OSVR, die ich mir eigentlich noch nicht angeschaut habe. Wer da jemanden kennt, der jemanden kennt, immer gerne mal bei mir melden. Es gibt ein paar Sachen, die nicht so klar sind für Leute, wenn man versucht, VR zu erklären. Erstens kann man VR nicht wirklich erklären, man muss es erlebt haben. Und auf der anderen Seite sagen alle VR-Brille. Für jemanden wie mich, der damit schon ein bisschen länger zu tun hat, ist das ganz, ganz furchtbar. VR-Brillen gibt es nicht. Es gibt VR-Headsets. Brillen, da guckt man durch. Headsets, eigentlich Head-Mounted Displays, HMDs, sind was ganz anderes. Zum Beispiel Google Glass oder Microsoft HoloLens, das sind Brillen. Ihr guckt durch und das ist Augmented, also unterstützte, erweiterte Realität. Virtual Reality ist wirklich, wir sind woanders. Teil dieses Specials wird sein, wie bereite ich meinen Computer, wenn ihr Vive oder Rift nutzt, wie bereite ich meinen Computer darauf vor, dass er auch das schafft, mir eine perfekte Virtual Reality Erfahrung zu bieten. Und außerdem möchte ich noch darüber sprechen, wie kann ich denn das überhaupt erleben? Die meisten Leute können nicht mal eben kurz ein VR-Headset so kaufen, ohne vorher zu wissen, was eigentlich auf sie zukommt. Der große Vorteil ist, ihr könnt fast alle VR-Headsets im Handel ausprobieren. Ich werde unten die Links reinpacken, wie ihr zum Beispiel Oculus Rift hat im Handel und ich glaube, die haben jetzt auch eine Mall-Tour. Das bedeutet, die sind unterwegs in verschiedenen Einkaufszentren und die haben dafür eine Terminbuchungssoftware. Das gleiche gibt es für HTC Vive von Valve und HTC. PlayStation VR,
Wir haben eine Truck-Tour im Sommer gemacht, allerdings ist, als ich vorhin gecheckt habe, kein Termin mehr für Deutschland verfügbar, sondern nur noch für Holland. Aber da es konsolenbasiert ist, also PlayStation 4, könnt ihr das bestimmt in den meisten Märkten ausprobieren. Einfach mal nachfragen. Gear VR sowieso und OSVR ist im Moment nur für Entwickler eigentlich interessant, obwohl Steam das inzwischen unterstützt. Genau, also fassen wir mal zusammen. In diesem Special wird es um folgende Sachen gehen. Erstens, VR-Headset, keine Brille, denn es ist Virtual Reality und keine Augmented Reality. Zweitens, was brauche ich wirklich für meinen Computer, wenn ich an meinem Computer Vive oder Rift nutzen will? Das bedeutet nicht, hey, da ist ja dieses Tool, das mir das anzeigt, sondern einfach, nein, es gibt durchaus andere Möglichkeiten und es geht eher darum, die technischen Grundlagen zu schaffen, und das geht auch mit älteren Computern, um die perfekte Erfahrung zu haben. Und dann geht es natürlich darum, um die Spiele. Was muss man denn haben? Was muss man gespielt haben? Woher kriege ich denn überhaupt meine Spiele für die verschiedenen Plattformen? Das ist in den meisten Fällen selbsterklärend, aber zum Beispiel bei Oculus Rift gibt es da ein paar Feinheiten, die das noch sehr, sehr für euch erleichtern, mehr Games und Erfahrungen zusammenzukriegen. Genau. Und jetzt steigen wir gleich mal ein ins Technik-Special, um dann einmal zu gucken, hey, ist mein Computer überhaupt fähig oder was muss ich erweitern, damit mein Computer Vive und oder Rift nutzen kann? Das machen wir als nächstes.